Der Prolog von Orit vom 1. Oktober. Gedenken, Schutzfest der allheiligen Gottesgebärerin. Von frühester Zeit an hat die Kirche die allheilige Gottesgebärerin als Patronin und Schützerin der Christen verehrt, die durch ihre Fürbittegebete Gott um Erbarmen für uns Sünder bittet. Die Hilfe der allheiligen Mutter Gottes ist in zahlreichen Geschehnissen deutlich zutage getreten, gegenüber einzelnen Personen und ganzen Nationen, im Frieden und im Krieg, in der klösterlichen Einöde und in dicht bevölkernden Städten. Das Ereignis, dessen die Kirche heute gedenkt und das sie feiert, bestätigt den ständigen Schutz, den die Theotokos, Gottesgebärerin, den Christen angedeihen lässt. Am 1. Oktober 911, während der Regentschaft des Kaisers Leo des Weisen, fand eine Nachtwache in der Blascherne-Kirche der Mutter Gottes in Konstantinopel statt. Die Kirche war voll von Menschen. Der heilige Andreas, der nahen Christo, stand im hinteren Teil der Kirche zusammen mit seinem Schüler Epiphanius. Um 4 Uhr morgens erschien die allheilige Gottesgebärerin über dem Volk und hielt ihr Amorphorion ausgestreckt als schützenden Schleier über die Gläubigen. Sie war in goldbesticktes Purpur gekleidet und leuchtete in unbeschreiblichem Glanz, umgeben von Aposteln, Heiligen, Märtyrern und Jungfrauen. Der heilige Andreas sagte zum seligen Epiphanius: Siehst du, Bruder, die Königin und Herren aller, wie sie für die ganze Welt betet. Epiphanius antwortete: Ich sehe, Vater, und erschaudere vor Erstaunen. Das Schutzfest wurde zum Gedenken an dieses Ereignis eingerichtet und um uns daran zu erinnern, dass wir im Gebet den unablässigen Schutz der allheiligen Gottesgebärerin zu jeder schweren Zeit empfangen können. Der heilige Apostel Ananias war einer der 70 Apostel. Er war Bischof in Damaskus. Gemäß der Offenbarung Gottes, Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 17, taufte er Saulus, den heiligen Apostel Paulus. Aufgrund seiner mutigen Predigt des Evangeliums wurde er zu Tode gesteinigt in der Stadt Eleftheropolis. Seine heiligen Reliquien wurden nach Damaskus und später nach Konstantinopel gebracht. Der gottgeweihte Romanos der Melode wurde in der syrischen Stadt Emesa geboren. Er war zuerst ein Kirchendiener in Beirut und später diente er in der Kathedralkirche in Konstantinopel in der Zeit des Patriarchen Euthymios von 490 bis 504. Romanos war nicht gebildet und hatte keine Gesangsausbildung erhalten, und so wurde er von einigen aus dem gebildeten Klerus verspottet. Der heilige Romanos betete unter Tränen zu allheiligen Gottesgebären, und sie erschien ihm in einem Traum, gab ihm eine Buchrolle und sagte ihm, er solle sie verschlucken. Am folgenden Tag war das Fest der Geburt Christi. Romanos nahm seinen Platz als Sänger auf dem Klerus ein und begann mit engelhafter Stimme die Hymne zu singen. Heute gebiert die Jungfrau. Alle waren voller Verwunderung, sowohl über den Inhalt dieser Hymne als auch über den herrlichen Gesang. Nachdem Romanos die dichterische Gabe von Theotokos empfangen hatte, komponierte er über 1000 Kantaten. Er entschlief als Diakon der großen Kirche zu Konstantinopel, der Hagia Sophia, und trat in die Chöre der Engel ein. Der gottgeweihte Ioannis Kukuzelis war ein Sklave aus Tracha, Dyrrhachium. Als junger Mann wurde er zur Musikschule nach Konstantinopel gebracht, wo er der Lieblingssänger des kaiserlichen Hofs wurde. Doch er fürchtete die Schmeicheleien und das Lob der Menschen und floh zum heiligen Berg.
Dort trat er in die große Lavra ein, wobei er sich als einfachen Hirten ausgab. Er unterzog sich einer außerordentlichen strengen Askese. Zweimal erschien ihm die allheilige Gottesgebärerin. Er entstief im 12. Jahrhundert. Der gottgeweihte Rirorius war ein Mönch in der großen Lavra, Berg Athos, im 14. Jahrhundert. Lobeshymne. Der gottgeweihte Romanos der Melode. In der Mitte der Gottesdienste trat der heilige Romanos auf den Ambo und sang einen wundervollen Hymnus mit süßer, engelhafter Stimme. Heute gebiert die Jungfrau ihn, der über allem Sein ist. Die Erde bietet eine Höhle dem Unnahbaren. Engel und Hirten verherrlichen ihn, und die Weisen reisen mit dem Stern. Denn es ist uns der urewige Gott geboren als kleines Kind. Als sie diesen Hymnus hörten, wurden alle von Freude erfüllt, und auf den Gesichtern aller stand großes Erstaunen. Ehre der Mutter Gottes, die tränenvolle Gebete erhört und voll Erbarmen erfüllt, die Bitten der zu Gott Betenden. Betrachtung. Die allheilige Gottesmutter erscheint heiligen Menschen häufig in Zeiten irgendeiner Not. Manchmal, um sie in ihrer Askese zu stärken, um sie von Krankheit zu heilen oder ihnen ein Geheimnis zu offenbaren. Zwei wundervolle und einander ähnliche Ereignisse widerfuhren dem heiligen Johannes Kokoselis und dem heiligen Gregor in der großen Lavra auf dem heiligen Berg zu verschiedenen Zeiten. Während des Gesangs des großen Akathistos in der großen Fastenzeit war Johannes einmal sehr müde und setzte sich auf einen Stuhl in der Nähe der Ikone der Mutter Gottes. Als er dort saß, schlief er ein. Die Allreine erschien ihm in diesem Augenblick in himmlischem Glanz und sagt zu ihm: Sei gegrüßt, Johannes, singe und höre nicht auf zu singen, und ich werde dich niemals verlassen. Mit diesen Worten legte sie ein Goldstück in Johannes Hand. Als er aus dem Traum erwachte, bemerkte er, dass er das Goldstück umklammert hielt. Ähnliche Wunder fanden danach statt, sowohl in Verbindung mit der Ikone der Gottesmutter als auch mit dem Goldstück, das sie ihm gab. Das zweite Geschehen widerfuhr dem Mönch Gregor. Er war wie Kokoselis Sänger in der Kirche. Patriarch Kallistos hat in der Liturgie des heiligen Vasilius den Brauch eingeführt, anstelle von wahrhaft würdig zu singen: Über dich freut sich, gnadenreiche, alle Schöpfung. Sein Nachfolger hatte dies jedoch rückgängig gemacht und sagte: Wahrhaft würdig solle immer gesungen werden, weil es kürzer sei. Einmal jedoch am Vorabend der Theophanie sang Gregor in Gegenwart des Patriarchen Gregorio A. von Alexandria alle Schöpfung. Unmittelbar darauf erschien ihm die Allreine, wie sie Kokoselis erschienen war, legte ein Goldstück in seine Hand und sagte: Ich bin dir sehr dankbar, dass du zu meiner Ehre gesungen hast. So besteht nun von dieser Zeit an der Brauch, über dich, statt wahrhaft würdig, immer in der Liturgie des heiligen Vasilius zu singen. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über die Ungerechtigkeit des Königs Ahas und über Gottes Strafe. 2. Chronik 28. Wie Ahas während seines ganzen Lebens tat, was böse ist vor dem Herrn. Wie er Götzenbilder aufstellte in jedem Winkel von Jerusalem und dem ganzen Land und sich vor ihnen verbeugte. Wie er viele Kriege führte und in allen besiegt wurde. Wie das Land brach, lag, 100.000 Menschen getötet wurden und viele in die Sklaverei geführt wurden. Homilie.
über den gesegneten Mann. Selig der Mann, der nicht ging in den Rat der Gottlosen und auf den Weg der Sünder nicht trat und auf dem Sitz der Zerstörer nicht saß. Psalm 1, Vers 1. Selig ist vor allem meine Brüder, der durch die Sünde nicht zu sehr entstellt ist, dass er den Rat nicht zu hören und zu erfüllen vermag, den Gott ihm durch die Propheten schickt. Die Gottlosen sind jene, die in ihrem ganzen Denken Gott und seinen Willen entgegenstehen. Sünder sind jene, die den Weg ihrer eigenen Begierden und Gedanken im Gegensatz zum Willen Gottes und seinem Gesetz folgen. Die Zerstörer sind jene, die den Untergang über sich und andere durch ihre bösen Werke bringen. Auf diese Weise kommen zuerst böse Gedanken, böser Rat, dann böse Werke und schlechtes Vorbild, Verführung. Selig ist daher der Mann, der weder den Rat der gottlosen Menschen sucht, noch mit ihren gottlosen Gedanken übereinstimmt, sondern der den Rat für alles, was er zur Rettung benötigt, im Gesetz Gottes findet. Selig ist der Mann, der nicht ein einziges Mal auf dem Weg steht, auf dem die Sünder wandeln, oder wenn er dort steht, bereut und auf den Weg des Lebens zurückkehrt, der von Gott stammt. Selig ist der Mann, der nicht auf dem Schauplatz der Zerstörung unschuldiger Seelen sitzt, der nicht durch sein verführerisches Beispiel Verführung und Ärgernis herbeiführt und solche Seelen ins Verderben zieht. Über einen, der solches Ärgernis verursacht, wird gesagt: Es wäre besser für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Matthäus 18, Vers 6. Und meine Brüder, selig sind jene Männer wie Frauen, die sich wachsam vor diesen drei Übeln bewahren: gottlose Gedanken und Rat, sündige Taten und Verführung anderer. All diese drei Übel bilden ein und dieselbe Giftschlange, die aus einer kleinen Schlange zu einer großen heranwächst. O gütiger Herr, unser Schöpfer, hilf uns durch deine Kraft und deine Güte, uns vor dieser tödlichen Schlange zu bewahren, die du, o Herr Christus, mit der Waffe deines kostbaren Schwertes überwunden hast. Hilf uns, auf deinen Rat zu hören, nur auf deinen Wegen zu wandeln und einzig in deinem Beispiel zu leuchten. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.